So, wer bedient die Uhr, dass ich weiß, wie viel habe Das ich? war meine Okay. Aufgabe, sorry. Ah, vielleicht kriege ich noch 30 Sekunden. Okay, Und die Uhr dann läuft. offiziell schönen guten Abend. Mein Name ist Frank Baumann-Habersack und ich habe mich vor etlichen Jahren gefragt, wieso bewegt sich zum Thema Change und Transformation so wenig, obwohl eigentlich schon alles dazu geschrieben ist, alles dazu erfunden, alles dazu gesagt und es ganz viele Menschen gibt, die auch richtig Lust auf Veränderungen haben. Und ich bin bei meinen Untersuchungen auf drei Punkte gestoßen, von denen ich glaube, das sind tatsächliche Gamechanger, die aber nahezu aus der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Diskussion verschwunden sind. Der erste Punkt, den ich finde, ist das Thema Gehorsam, über den man sich unterhalten sollte. Der zweite Punkt ist das Thema Angst und der dritte Punkt ist tatsächlich das Thema Autorität. Und ich habe mich dann gefragt im Folgenden, wie kommt es denn eigentlich? Wer trainiert uns dazu? Wer bildet uns aus? Was sind unsere ersten Trainer? Naja, und wenn man da nachgeht, kommt man ganz schnell natürlich zu den ersten Ausbilderinnen und Ausbildern, die wir alle mehr oder weniger haben. Unsere ersten Bezugspersonen sind unsere Eltern oder Großeltern oder Verwandte, die mit uns in einem besonderen Verhältnis stehen. Von denen gucken wir uns in irgendeiner Form Führung ab und natürlich auch Folgen und Gehorsam. Dann geht es meist weiter im Kindergarten, in der Schule, erste Ausbilder, erste Erzieher, von denen wir uns abgucken, ja, wie werden wir überhaupt geführt, wie müssen wir funktionieren, wie müssen wir folgen. Im weiteren Verlauf bekommen wir wieder neue Trainer. Das sind dann meist in der Ausbildung oder im Studium erste Professoren, Ausbilder, Berufsschullehrer oder sonstige Bezugspersonen, die wir so in der Jugendzeit haben, also auch in privaten Vereinen zum Beispiel. Und im Folgenden sind es dann natürlich auch die ersten Chefinnen und Chefs oder im Beruf Menschen, die für uns eine besondere Bedeutung haben. Also auch dort wieder Bezugspersonen, von denen wir uns meist unbewusst Führung und Folgen abschauen. Und das Interessante dabei ist, wenn man sich fragt, ja, woher kommt das denn, diese Art von Autorität und Gehorsam, die wir vielleicht heute mehr oder weniger bewusst funktionieren und produzieren, woher kommt das denn? Kleiner Blick zurück in die Geschichte. Wenn man sich so mal um das Jahr 1900 anschaut, da gab es eine bestimmte Gesellschaftsform. Das war Zeit des Kaiserreichs, es gab eine feudalistische Ordnung, da gab es eine patriarchale Autorität. Das heißt, die Männer in der Gesellschaft, die hatten einfach das Wort, die waren eine Autorität und die mussten überhaupt nichts sagen, um funktionieren zu können. Und alle hatten zu gehorchen. Wenn man sich das historisch, wirtschaftshistorisch anschaut, stellt man fest, das war die Zeit der zweiten industriellen Revolution. Das heißt, das Fließband startete über die Dampfmaschine und man konnte sozusagen die Prozessorganisation, die Massenorganisation bauen. Und was war dazu notwendig? Menschen, die funktionieren. Deswegen war das Bildungssystem auch danach ausgerichtet, Menschen zum Funktionieren zu bringen. Zweite industrielle Revolution, patriarchale, autoritäre Autorität in der Gesellschaftsform. In den 68ern, insbesondere in Deutschland, aber auch in Frankreich, waren dann viele, die sagten, ich kann diesen autoritären Muff, diese feudale alte Ordnung, auf die habe ich keinen Bock mehr. Und die haben dann die sogenannte anti-autoritäre Bewegung losgetreten. Ja, permissive Erziehung, Kinder durften alles, Hauptsache sie konnten sich frei bewegen. Und das führte dazu, dass es sich eine sich entziehende oder abwesende Autorität bildete. Das heißt also, die Menschen waren trotzdem an der Autorität gebunden, lehnten sie nur ab. Das war die andere Seite des Pols. Und interessanterweise von der Industrieperspektive her tauchte die dritte industrielle Revolution auf. Also die Computisierung der Unternehmen. Ja, man führte sozusagen Computer zur Steuerungstechnik ein. Und es startete langsam die Projektorganisation in Unternehmen. Das heißt, man wusste, es war nicht mehr ein Megabrain, was alles wusste, sondern man brauchte mehrere Leute, die man zur Zusammenarbeit zum Funktionieren bringen musste. Projektorganisation. Ja, und wir befinden uns ja jetzt mehr oder weniger inmitten oder am Beginn, je nach Betrachtung, in der vierten industriellen Revolution. Die startete ja irgendwie so Ende letzten Jahrhunderts. Digitalisierung, ich habe mal das Buzzword agile Organisation genommen. Also das soll ausdrücken, dass es um mehr Selbstorganisation, um mehr Mitverantwortung, um mehr Mitgestaltung geht. Und interessanterweise, das seht ihr hier, ist eine Lücke da. Nämlich eine Lücke, welches Autoritätsmodell passt denn da vielleicht oder könnte hilfreich sein? Und bis etwa 1998 gab es überhaupt keine Antwort darauf, bis ein israelischer Psychologe, Haim Omer, ein Konzept entwickelt hat, der sogenannten neuen Autorität oder horizontale Autorität. Und der hat das aus dem Jugendbereich übernommen, hat gesagt, Autorität muss überhaupt nicht mit Gehorsam gekoppelt sein. Das heißt, man kann führen, ohne untergeordnet zu sein. Und das nennt er die sogenannte neue Autorität oder die horizontale Autorität. Interessanterweise, und ich weiß nicht, wie es euch geht oder eure Erinnerungen an Schule, ich erlebe das bei unseren beiden Kindern, die werden immer noch trainiert in der Schule auf Industriekultur, auf zweite und dritte industrielle Revolution. Die müssen zum Beispiel fragen, ob sie auf Toilette dürfen. So, und wenn man das
das weiter sich anschaut, also der Kern einer traditionellen, eher vertikalen und autoritären Autorität, die ist gekoppelt an Unterordnung und Gehorsam. Ich lese jetzt nicht alles vor aufgrund der Zeit. Die neue, die horizontale Autorität entkoppelt Gehorsam von Führung, die entkoppelt Gehorsam von Unterordnung und die sagt, wir können auch in Führung sein und gleichwertig sein. Nicht gleich, gleichwertig. Und wenn man sich jetzt mal ausgewählte Beispiele der digitalen Wissensgesellschaft anschaut, dann könnt ihr wahrscheinlich sehr schnell erkennen, wenn man sich die traditionelle Autorität anguckt, mit den Kriterien, die die digitale Wissensgesellschaft vielleicht braucht, und die horizontale neue Autorität, dann stellt ihr relativ schnell fest, na, das eine ist eher hilfreich als das andere. Jetzt ist es so, ich habe das ja gesagt, dass das Seerosenmodell, vielleicht kennen das einige von Edgar Schein, auch nichts Neues, es ist übrigens sehr viel erfunden schon, wie ich das eingangs sagte, es findet sich ganz viel auf der Verhaltensebene. Das heißt, oben auf der Seerosenebene, Verhaltensänderung, super Tools, super Methoden, super Techniken, die sind auch gut. Das Blöde, das trifft auf einer untergeordneten Ebene, also bei dem Stängel sozusagen dieser Seerose, trifft es auf alte Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze sind natürlich historisch geprägt und trainiert über viele Jahrzehnte Unterordnung, Gehorsam, Misstrauen. Und deswegen glaube ich ganz persönlich, dass wir uns die Stängel anschauen müssen. Ja? Das bedeutet nicht, dass die Methoden falsch sind, aber das reicht nicht bei der Transformation. Das bedeutet, ich habe das mal Transformationsparadoxon genannt. Das heißt, wir brauchen paradoxerweise erstmal mehr Führung, damit wir irgendwann später Führung brauchen oder weniger Führung brauchen. Und zwar Führung mit einer neuen Haltung zur Autorität, die eben ein temporärer Reifeausgleich ist, so könnte man das sagen. Denn diejenigen von euch, die sich mit Selbstorganisation vielleicht schon mal beschäftigt haben oder wenn eine Gruppe keine Führung hat, stellen wahrscheinlich fest oder erinnern sich daran, wer gibt dann meist den Ton an? Die Lauten und die Starken. Aber diejenigen, die vielleicht leiser sind, introvertierter, die haben auch gute Ideen, die werden meist platt gemacht, weil irgendwelche Leute einfach lauter und schneller Ideen haben. Und dafür, das ist ein Reifeausgleich, wenn eine Gruppe noch nicht fähig ist, das selber zu regulieren, brauchst du irgendjemanden oder mehrere Leute, die diesen Reifeausgleich schaffen, die sozusagen dafür sorgen, dass jeder sich beteiligen kann. Solange eine Gruppe das also noch nicht hat, brauchst du irgendeine Form von Führung. Das muss nicht an eine Führungskraft gebunden sein, das kann man auch anders organisieren, aber du brauchst irgendeine Form von Führung und Autoritätsfunktion, die diesen Reifeausgleich schafft. Und zwar so lange, bis die Gruppe diesen Reifegrad erreicht hat. Und wenn die Gruppe oder das Team oder die Organisation oder die Institution diesen Reifegrad erreicht hat, sich selber zu organisieren, auch an dem Punkt, dann bekommt Führung andere Aufgaben. Welche das sind, kann ich euch nicht sagen. Es gab es noch nie in der Geschichte. Wir hatten so einen Fall noch nie. Das heißt, wir müssen tatsächlich neu denken. So, bedeutet also, wenn man sich nochmal dieses Seerosenmodell anschaut, neben den allen guten Dingen, die aktuell passieren, werden wir nicht umhinkommen, uns mit dem Thema Autorität und Gehorsam zu beschäftigen. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, wie könnte man das denn machen? Okay, ich habe noch 4 Minuten, das wird überhaupt nicht reichen, euch annähernd überhaupt nur Ideen zu geben. Aber ich habe gesagt, die Game Changer, die gibt es. Der erste Game Changer ist, sich mit dem Thema Angst zu beschäftigen. Ein Thema, was komplett negiert wird oder unangenehm ist, aber jeder, der sich in Veränderung befindet, weiß das. Du fängst an und denkst dir, na, wird das gut gehen? Und das aktiviert einfach persönliche Ängste. Und die kannst du nicht wegmachen. Du kannst Angst nicht wegmachen. Machst du die eine Angst weg, kommt gleich die nächste. Das heißt, du kannst nur lernen, mit deiner Angst durchs Leben zu tanzen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist wieder den Gehorsam von Arno Grün. Super Buch, klein, schlank, auch wie Grundformen der Angst, kann man sich wunderbar durchlesen und das dekonstruiert, das zeigt, wie funktioniert eigentlich Gehorsam und autoritäre Autorität. Das ist alles erforscht. Und wenn du das einmal verstanden hast, kannst du auch diese Mechanismen aufweichen. Du kannst nämlich sagen, okay, ich bin einfach konstruktiv ungehorsam. Ich mache einfach nicht mehr mit. Ich mache nur für andere Ziele mit. Und dafür ist Gehorsam, und deswegen heißt dieses Buch wieder den Gehorsam, ist total super dafür. Aber auch das wird nicht ausreichen und deswegen habe ich Heim Omas Ideen der neuen Autorität aus der Pädagogik, aus der Erziehung, die habe ich auch Führung übertragen. Und dazu habe ich ein Buch geschrieben, das heißt mit neuer Autorität und Führung. Was dieses Konzept der neuen Autorität, was Unterordnung und Gehorsam entkoppelt von Autorität, wie man das auf Führung übertragen kann. Und wer Lust hat, kann sich das eine oder das andere Buch nochmal reinziehen und kann sich überlegen, ja, was bedeutet denn das für mich? Was bedeutet denn das für unsere Organisation? Auch da gilt, abweichend von der klassischen Industriekultur, es gibt da keine Blaupause. Wir hatten so einen Fall noch nie. Wir müssen tatsächlich neu kochen. Jede Organisation, jede Institution, es gibt keine Blaupause. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt auf die nächsten 12 Minuten, wo ihr mir lustige Fragen stellen könnt. Danke.